Gnädige Frau. Sie richtet sich nur selber zu Grund. Die Magd und die Köchin sind in den Wald Beeren suchen. Alles, was schnuft, freut sich am Leben. Sogar die Katze geniesst, spaziert auf dem Hof umeinander und fängt Vögel. Aber sie hockt den ganzen Tag da in dem dunklen Zimmer, gerade wie in einem Kloster. Ohne das kleinste Vergnügen. Ist wirklich wahr. Jetzt sind sie schon ein ganzes Jahr nicht mehr draußen gewesen. Ich kann auch nicht mehr raus. Für was auch. Das Leben ist vorbei. Abgeschlossen. Er liegt im Grab. Und ich habe mich für immer in diesen vier Wänden eingeschlossen. So sind wir beide tot. Da haben wir es. Das ist ja nicht zum Zuhören. Ist wirklich wahr. Nikolai Michailowitsch ist gestorben. Das hätte es auch müssen sein. Der liebe Gott hätte es so wollen. Und er möge ihm die ewige Ruhe geben. Sie haben getrauert. Das ist gut und recht. Aber jetzt ist etwa genug. Man kann doch nicht ewig brüllen und mit Rauchkleidern rumlaufen. Auch mir ist vor Jahren meine Tante gestorben. Ich habe traurig, einen Monat lang habe ich brüllt. Aber da damit hat es noch gelangt für ihn. Man kann doch nicht die ganze Zeit rumjammern. Das ist der Rat doch gar nicht wert. Sie haben alle ihre Nachbarn vergessen. Sie fahren nicht aus, wenn kein Besuch empfangen. Sie müssen schon entschuldigen, aber wir leben wie die Spinnen, wir sehen das Tageslicht gar nicht mehr. Und mein Empfangskleid hat mich schon lange gefressen. Ich würde es noch verstehen, wenn da umeinander keine rechten Leute gäbe. Aber unser ganzer Bezirk ist doch voll von Herrschaften. In Ribloff ist ein Regiment stationiert. Also die Offiziere dort. Das sind absolute Schnügel. Da kann man sich gar nicht satt schauen. Und im Lager macht jeder Freitag einen Ball. Und jeden Tag spielt Militärmusik. Meine liebe, gnädige Frau. So jung und so schön. Milch und Blut. Wenn Sie doch noch das Leben ein bisschen geniessen würden. Die Schönheit ist auch nichts für ewig geschenkt. 10 Jahre sind schnell vorbei. Und dann können Sie diesen prächtigen Offizier noch lang schöne Augen machen. Das ist dann spät. Alles vorbei. Bitte, red nie mehr von diesen Sachen. Du weißt genau,
dass seit dem Tod von Nikolai Michailowitsch mein Leben keinen Wert mehr hat. Du meinst, ich lebe noch? Es sieht nur so aus. Im Grab habe ich Abschied genommen von dieser Welt und geschworen, meine Trauerkleider bis ins Arg nicht mehr abzulegen. Hörst du mich? Seine Seele soll nur sehen, wie sehr ich ihn liebe. Ja, ich weiss. Du weisst es auch. Er war nicht immer gerecht zu mir. Manchmal auch brutal. Und treu. Treu war er auch nicht. Aber ich bleibe ihm treu. Treu bis ins Grab. Dort im Jenseits soll er mich genau so bekommen, wie ich war bis zu seinem Tod. Er steht ja so rum zu reden. Würden Sie gescheiter in den Garten spazieren? Oder der Tobi und der Welli gehen sofort anspannen lassen und zu den Nachbarn auf Besuch fahren. Jesus Gott, gnädige Frau, was haben Sie ums Himmels Willen? Tobi, er hat den Tobi so gern gehabt. Er hat mir noch mit anspannen lassen, wenn er rübergefahren ist zu Karjogins und zu Martovs. Oh, er hat kutschiert wie ein Gott. Und wie schön er ausgesehen hat, wenn der Zügel mit aller Kraft an sich hergezogen hat. Tobi, Tobi. Olga, sag ihm schnell, dass der Tobi einen Achtelhaber mehr bekommen soll. Einen Achtelhaber für den Tobi, verstanden. Wer ist das? Sag ich ihm gar nicht mehr. Sehr wohl. Ja, mein lieber Nikolai, du wirst schon noch sehen, wie sehr ich kann lieben und vergeben. Meine Liebe hört erst auf, wenn mein armes Herz aufhört zu schlagen. Du schämst dich nicht! Ich, brave, treue Frau, habe mich für immer in diesen vier Wänden eingeschlossen und bleibe dir treu bis ins Grab. Und du Halsblock, hast mich nach Strich und Faden betrogen, mir Szenen gemacht und mich wochenlang allein gelassen. Gnädige Frau, es ist jemand da und wird sie sehen. Du hast sicher gesagt, dass ich seit dem Tod von meinem Mann niemand mehr empfangen. Natürlich habe ich das gesagt, aber er hat nichts davon gehört. Er hat gesagt, es sei ganz eine dringende Angelegenheit. Ich empfange niemanden. Ich habe es ihm ja gesagt, aber er hat wie ein Wilder. Er hat geschumpfen und ist einfach reingekommen. Er steht schon im Esszimmer. Also gut, lass ihn rein. So ein Flamm. Wie lästig doch die Menschen sein können. Was willst du denn noch von mir? So stören Sie meine Ruhe. Ich sehe schon kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss ins Kloster gehen. Ja, ins Kloster. Weg. Was immer du willst, schneller hast du schneller ganz. Wenn ich gnädigst, ich kann dir mich vorstellen. Artillerieleutnant aus dem Dienst, Landsgutbesitzer Grigori Stipanowitsch Smirnov. Leider sehe ich mich gezwungen, in einer höchst dringlichen Angelegenheit zu belästigen. Sie wünschen. Ich fasse mich kurz. Ihre verstorbene Gatte, die ich dir ganz kenne, schuldet mir noch zwei Wechsel 1200 Rubel. Da ich morgen bei der Agrarbank muss meine Zins abliefern, möchte ich Sie höflichst bitten, meine Gnädigst, mir das Geld noch heute zurückzuzahlen. 1200? Und für was ist mein Mann das schuldig geblieben? Er hat bei mir Haber gekauft. Olga, Geld, du vergisst nicht zu sagen, dass der Tobi ein Achtelhaber mehr bekommt. Wenn der Nikolai Michailowitsch Ihnen das Geld schuldig geblieben ist, zahle ich Ihnen das selbstverständlich zurück. Aber Sie müssen schon entschuldigen. Ich habe im Moment nicht so viel Geld zur Verfügung. Übermorgen kommt mein Verwalter zurück aus der Stadt. Dann sage ich ihm, er soll ihnen zahlen, was sie zu gut haben. Bis dann müssen sie sich schon noch gedulden. Und außerdem ist genau heute vor 7 Monaten mein Mann gestorben. Und ich bin gegenwärtig überhaupt nicht in Stimmung, mich um Geldangelegenheiten zu befassen. Und ich bin gegenwärtig überhaupt nicht in Stimmung, morgen, wenn ich die Zinsen nicht abliefern, mit den Füßen voraus aus dem Chemie zu fliegen. Die beschlagnahmen mein Landgut. Übermorgen kommen sie ihr Geld über. Ich kann aber nicht bis übermorgen warten. Sie müssen schon entschuldigen, aber ich kann heute nicht zahlen. Kurz, Sie können nicht zahlen? Nein, ich kann nicht. Und das ist Ihr letztes Wort? Jawohl, das letzte.
Das letzte definitiv? Definitiv. Also definitiv. Danke, Chorsamst. Wir wollen uns das merken. Und dann verlangt man von mir, dass ich ruhig und freundlich bleibe. Gerade vorher ist mir der Akzisenamt entgegengekommen und hat mich gefragt, wieso sehen Sie immer so grissgrämig aus, Grigoris Stipanovic? Aber Entschuldigung, wie soll ich mich da nicht ärgern? Ich brauche Geld und das Wasser steht mir bis zum Hals. Gestern bin ich im Dunkeln von der Heim losgefahren, um all meine Schultern abzuklappern. Wenn nur ein einziger gezahlt hätte, abgeschunden wie ein Hund. Der Teufel weiss, wo ich übernachtet habe, irgendwo in einer Spelunke neben einem Schnapsfass. Und heute komme ich da hin, 70 Werst von dir entfernt, in der Hoffnung, da endlich ein Geld überzukommen. Und was höre ich? Man sieht da nicht in Stimmung, aber hallo, wie soll ich mich da nicht ärgern? Ich habe es doch gerade ganz klar gesagt. Wenn der Verwalter zurück ist aus der Stadt, kommen Sie das Geld über? Ich bin aber zu Ihnen gekommen, nicht zu Ihrem Verwalter. Was zum Teufel? Entschuldigen Sie, interessiert mich Ihren Verwalter, Gottfried Stutz? Werter Herr, ich bin nicht weder solche Ausdrücke noch solche Tönpunkt. Ich weigere mich, Ihnen weiter zuzuhören. Tschüss! Mir fehlen fort. Stimmige! Von 7 Monaten ist mein Mann gestorben. Ja, muss ich mal ins Hinter zahlen oder nicht? Ich frage. Muss ich mal ins Hinter zahlen? Na gut. Ihr ist der Mann gestorben und sie hat Stimmige. Ein anderer Hokuspokus. Und ihren Verwalter den Teufel sollen holen. Er ist irgendwo wieder angefahren. Und was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Soll ich von meinen Gläubigen davon fliegen? In einem Luftballon? Oder wie da läuft, grinst von eurer Hand rein, Tatsch? Tja. Kommen wir zum Khrushchev, nicht daheim. Jarosewitsch, der hat sich versteckt. Mit dem Kurizin, mit dem haben wir fast bis aufs Blut geschnitten. Nur ein Haar, wo aus dem Fenster rausgerührt. Masotov, der hat Cholera. Und die hat Stimmige. Und keine einzige Kanaille zahlt. Das nur, weil ich alle viel zu fest verwöhnt habe. Weil ich ein Wäschlumpen bin, ein Feigling, ein schlaffer Hund. Ich bin mit denen viel zu lieb gewesen. Aber wartet nur. Ihr lernt mich schon noch kennen. Ich lasse mich nicht auf der Nase rumtanzen, Gottfried Stutz. Ich bleibe jetzt da und bewege mich keinen Millimeter von dem Raum, bis ich mein Geld bekomme. Boah, wie gefürchtig ich bin. Wie unvorstellbar böse ich bin. Ich vibriere vor Wut. Um Gottes Willen, ich will keine Luft geben. Dienerin! Glas oder Wasser? Nein. Was ist das für eine Logik? Da braucht ein Mensch dringend Geld. Er ist drauf und dran, sich aufzuhängen. Und sie zahlt nicht, weil sie für Geldangelegenheiten im Moment nicht gerade in Stimmung ist. Ja, bravo! Typische Frauenlogik. Darum wollte ich nie gerne mit Frauen verhandeln. Mach das heute nicht gerne. Lieber hocke ich auf einem Pulverfass, als mich mit einer Frau zu unterhalten. Es läuft mir eiskalt den Rücken drauf. So wütend hat mich die Zwetschge gemacht. Wenn ich nur schon von weitem so ein poetisches Geschöpf sehe, dann komme ich gerade einen Badenkrank rüber. Gnädige Frau ist krank und empfängt keine Besuche. Raus! Ist krank und empfängt keine Besuche. Ja, den halt! Den empfängst du halt keine Besuche. Wenn du eine Woche krank bist, dann bleibe ich eine Woche da sitzen. Und wenn du ein Jahr krank bist, dann bleibe ich ein Jahr lang da sitzen. Ja, mein Herzli. Mich machst du nicht weich mit deinen Trauerlumpen und deinen Grübeln auf der Backe. Ich komme mein Geld schon rüber. Semjon! Ausspannen! Wir bleiben da! Wir fahren von hier nicht so schnell weg! Sag ihm Stahl, sie sollen uns ein Ross Haber geben!
Vollidiot! Das linke Ross hat sich wieder in den Zügel verheddert! Mach doch nichts! Sagt er denn schon, mach doch nichts? Widerlich. Ein grässlicher Witz. Nacht habe ich nicht geschlafen. Keine Zalt. Letzte Trauerlumpe mit Stimmungen. Ich habe Kopfweh. Wer kein Schnaps hilft? Ich glaube schon. Dienerin! Sie wünschen? Ein Gläschen Schnaps! Uff, nicht zu sagen. Ich mache ja eine prächtige Figur. Ganz verstaubt und dreckige Stiefel. Wie ein gewaschen, verstrubbelt. Die Dame hat vielleicht gedacht, ich sei ein Räuber. Gut, das war vielleicht ein bisschen unhöflich, so in den Raum hineinzuplatzen. Jeru! Macht nichts. Ich bin ja nicht als Gast da, sondern als Gläubiger. Und für Gläubiger da gelten keine dünnen Vorschriften. Was? Ich? Nicht. Weißt du, was ich nenne, du jetzt? Schwick! Oje, oje, der Zeck hat sich uns im Nacken verspissen. Oh, wie würdig. Ich bin so würdig, ich könnte die ganze Welt zu Pulver zermalen. Ich vibriere vor Wut. Die Hühnerin! Verehrter Herr. Bin ich in meiner Einsamkeit so menschliche Stimme nicht mehr gewöhnt. Und Geschrei verträge ich schon gar nicht. Ich bitte Sie inständig, stören Sie meine Ruhe nicht. Zahlen Sie mir das Geld oder reise ich ab? Ich habe es doch, glaube ich, deutsch und deutlich gesagt. Ich habe im Moment das Geld nicht zur Verfügung. Warten Sie bis übermorgen. Auch ich kann es Ihnen deutsch und deutlich sagen. Ich brauche das Geld nicht übermorgen, sondern heute. Wenn ich es heute nicht überkomme, kann ich morgen aufwecken. Was soll ich denn machen, wenn ich das Geld jetzt nicht habe? Komisch, oder? Sie zahlen das nicht gerade sofort? Nein? Ich kann nicht. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Und ich sitze da an, bis ich mein Geld überkomme. Sie zahlen übermorgen? Ausgezeichnet. Dann bleibe ich da sitzen, bis übermorgen. Oh nein, das wissen Sie nicht. Sie sind ein unzogener, grober Mensch. Anständige Leute benehmen sich nicht so in Gegenwart von Frauen. Das ist ja höchst erstaunlich. Ja, wie hätten Sie es denn gern, das, was mit Ihnen redet? Auf Französisch vielleicht? Madame, je vous prie, wie glücklich ich bin, dass Sie mir heute keine Geld bezahlen. Ah, was für ein wunderschönes Wetter wir haben, nicht wahr? Und entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe. Und was für eine formidable Ambiance Ihre rabenschwarze Trauerkluft verströmt. Gar nicht lustig. Einfach primitiv. Gar nicht lustig. Einfach primitiv. Ich weiss also nicht, wie man sich in Gegenwart von Damen benimmt. Meine Gnädigste. Ich habe in meinem Leben mehr Frauen gesehen als Sie Spatzen. Dreimal habe ich mich wegen einer Frau duelliert. 12 Frauen habe ich verlassen. 9 haben mich verlassen, jawohl. Es hat eine Zeit gegeben, habe ich den Kasperli gemacht. Süssholz geraspelt, Honigsüss gerät, Handküssli verteilt. Bin auf den Knien gerutscht. Ich habe geliebt, ich habe gelitten. Ich habe mich in Liebesqualen verrissen. Habe ich leidenschaftlich der Liebe hingegeben, in allen Tonarten. Stundenlang einfühlsam über die Emanzipation diskutiert.
wegen all dieser zarten Gefühle mein halbes Vermögen verschleudert. Aber jetzt lange es den Teufel soll mich holen. Es ist genug. Ihr führt mich nicht mehr an der Nase rum. Es langt. Schwarze Augen. Schmachtende Blicke. Neckische Grübli auf den Backen. Mondschein, flüstern, schüch, schnaufen. Für all das bin ich gnädig. Gebe ich keine rostige Kopeken mehr. Anwesende sind immer ausgenommen. Aber alle Frauen sind aufblasen, heuchlerisch, klatschsüchtig, launisch, zänkisch, verlogen, wie sie es mag. Kleinlich, unbarmherzig und vor allem unlogisch. Und was das betrifft, da ist noch jeder Spatz zehnmal gescheiter als all die Negligé-Philosophinnen zusammen. Wenn man so ein poetisches Geschöpf sieht, dann meint man, man sieht ein himmlisches Wesen. So wunderschön, mit einem zarten Hauch, man schwebt auf rosa Wolken. Schaut man aber ein mehr in die Seele rein. Das allergewöhnlichste Krokodil! Und wissen Sie, was ist das Schlimmste? Das Krokodil bildet sich aus irgendeinem Grund ein. Seine Kernkompetenz sagen zarte Gefühle, hast der Teufel. Sie könnte mich an den Füßen aufhängen, meine Frau. Jemals etwas mehr können lieber als ihre Schosshündchen. Wenn sie liebt, kann sie nur winseln und schluchzen. Dort, wo der Mann leidet, wo der Mann Opfer bringt. Dann steht ihre Liebe nur darin, ihn nur noch mehr an der Nase rumzuführen und nur ein bisschen rumzuwinseln. Sie sind eine Frau und darum kennen sie die biblische Natur am besten. Jetzt sagen sie mir auf Ehre und Gewissen, haben sie jemals eine Frau gesehen, die aufrichtig, treu und zuverlässig ist? Nein, haben sie nicht. Treu und zuverlässig sind höchstens Großmütter. Sie finden noch eher eine weisse Waldschnepfe oder eine Katze mit Hörnern als eine treue Frau. Sagen Sie mir jetzt auf Ehre, wer ist Ihrer Meinung nach treu und verlässlich in der Liebe? Etwa der Mann? Jawohl, der Mann. Treu und verlässlich in der Liebe. Das ist mir jetzt auch das Neueste. Wer gibt Ihnen das Recht, das zu sagen? Der Mann. Treu und verlässlich. Also gut. Wenn wir schon davon reden, dann möchte ich Ihnen sagen, dass der allerbeste von allen Männern, den ich je gekannt habe, mein verstorbener Mann war. Ich habe ihn leidenschaftlich geliebt. Mit meinem ganzen Herz habe ich meine Jugend, mein Glück, mein Leben, mein Vermögen eingegeben. Ich habe ihn angebetet, wie einen Gott. Und was ist passiert? Der Beste von allen Männern hat mich auf Schritt und Tritt betrogen. Nach seinem Tod habe ich im Schreibtisch eine Schublade voll Liebesbrief gefunden. Und zu seinen Lebzeiten. Ich darf gar nicht daran denken. Hat er mich wochenlang allein gelassen. Hat vor meinen Augen anderen Frauen den Hof gemacht, hat mein Geld verschwendet und sich über meine Liebe lustig gemacht. Und trotz allem habe ich ihn geliebt und bin ihm treu gewesen. Ja, noch mehr. Er ist gestorben und ich bin ihm immer noch treu. Ich habe mich für immer in diesen vier Wänden eingeschlossen und ziehe meine Trauerkleider bis ins Arg nicht mehr ab. Trauerkleider? Haltet es mich eigentlich für blöd? Ich weiss doch ganz genau, wieso sie diese schwarze Maskerade abhalten. Weil es so geheimnisvoll, weil es so romantisch ist. Sie träumen doch davon, dass irgendein stattlicher Offizier oder so ein wildgelockter Dichter an ihrem Hof vorbeireitet, an diesen Fenster schaut und denkt, ho, ho, da oben hat sich die geheimnisvolle Tamara aus lauter Liebe zu ihrem Mann lebendig begraben. Ah, hören Sie doch auf, den ganzen Hokuspokus haben wir jetzt im Hals aus. Also, das hat sie sich dann sagen. Ist doch wahr, sie haben sich lebendig begraben. Dabei aber nicht vergessen, sich sorgfältig zu schminken. Wie können Sie es nur wagen, so mit mir zu reden? Bitte schreien Sie mich nicht an, ich bin nicht Ihr Verwalter. Ich bin ein Mann, bei mir gewöhnt, die Sache beim Namen zu nennen. Also bitte schreien Sie nicht. Ich schreie nicht, Sie schreien. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Zahlen Sie mir das Geld und ich reise nach. Ich gebe Ihnen das Geld nicht. Nicht? Sie geben es also nicht? Jetzt kommen Sie gerade leckere Kopeken rüber. Gehen Sie auf die Stelle. Meine Gnädigste, ich habe weder Ihre Bräutigam noch Ihre Ehemann sein. Also bitte, machen Sie mir keine Szene. Ich vertreibe das nicht. Sie sitzen da? Ich bin so frei. Gehen Sie auf die Stelle. Zahlen Sie mir das Geld und ich verschwinde. So unverschämte Menschen rede ich nicht. Raus! Sie wollen nicht gehen. Nein? Nein! 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 Also
Geht raus. Gnädiger Herr, so gut. Ruhe dir doch, Kacke, so stehen! Weißt du, wie du redest? Das ist der Schatz! Dasha, wer ist der Geier? Dasha! Sind alle Goberis lachen? Goberis schlafen? Jetzt machen Sie die Bergstadt zu suchen! Wenn Sie nicht ein bisschen höflicher sind zu mir. Sie sind ein Rüppel, ein grober Bär, ein Monstrum, ein Walross! Wie bitte? Was haben Sie da gesagt? Sie sind ein Bär, ein Monstrum! Was fällt Ihnen ein, mich so zu beleidigen? Jawohl, ich beleidige Sie. Machen Sie keine Angst vor Ihnen, Sie Rüppel. Sie meinen, weil Sie eine zarte Frau sind, können Sie einfach so fremde Leute beleidigen, nicht mit mir. Ich verlange Satisfaktion. Jetzt haben Sie es zum Duell. Gottes Willen, lassen Sie! Pistole! Nur weil Sie meinen, dass Sie starke Tüste und einen Stier im Nacken haben, habe ich Angst vor Ihnen, Sie Rüppel. Zum Duell, ich erlaube niemandem, mich so zu beleidigen. Und es ist mir egal, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Sie sind ein Bär, ein Bär, ein Bär! Jetzt ist endlich mal Zeit, um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, dass nur Männer für Beleidigungen mit Genugtuung leisten. Wenn schon Gleichberechtigung, dann Gleichberechtigung in allem. Zum Duell! Sie wollen sich duellieren. Bitte. Auf der Stelle. Noch in dieser Sekunde. Mein Mann hat Pistole gehabt. Ich hole sie gerade. Oh, ich kann es kaum erwarten, eine Kugel in den Holzschädel zu jagen. Den Teufel sollen sie holen. Knall sie ab in ein Hündchen. Bin kein Schulbuch mehr. Kein sentimentaler Wäschlumpen. Für mich gibt es kein schwaches Geschlecht. Gnädiger Herr, wenn Sie verbarmen mit mir, alte Frau, können Sie wenigstens mir jetzt lieb fort von da. Sie sind mir zu Tod verschreckt. Und jetzt, wenn Sie sich noch mit der gnädigen Frau duellieren. Ja, duellieren, das ist Gleichberechtigung. Das ist Emanzipation. Da sind beide Geschlechter gleich. Ich knall sie aus Prinzip an. Aber was für eine Frau? Den Teufel soll sie holen. Ich kann es nicht erwarten, einen Kugel in den Holzschädel zu jagen. Was für eine Frau. Und wie die Augen gefunkelt haben. Tiefrote Backen hat sie gehabt. Jetzt habe ich meine Forderung angenommen. Das ist eine erstaunliche Frau. Gnädiger Herr, so gehen Sie bitte. Gehen Sie doch heim. Das ist eine Frau. Ein richtiges Weib. Das ist wie eine Erleuchtung. Das ist Feuer, Pulver, Rakete. Nicht so ein Urteil, so ein sentimentales Rührei. Nein, die gefällt mir. Die gefällt mir definitiv. Definitiv. Sie hat so Grübli auf der Backe, aber die gefällt mir. Ich bin sogar bereit, ihr die Schuld zu erlassen und auf mein Geld zu verzichten. Und meine Wut? Meine Wut ist auch verflogen. Eine erstaunliche Frau. So. Sind die Pistole. Aber bevor wir uns duellieren, müssen Sie mir noch zeigen, wie ich mit diesen Dingen umgehen muss. Ich habe ja nie so eine Pistole gehabt. Oh, erbarme dich und sei uns gnädig. Ich gehe den Gärtner und den Kutscher suchen. Wie hätte er nur so eine Suchlüsse über uns kommen? Sehen Sie, es gibt verschiedene Typen von Hand für Waffen. Zum Beispiel Revolver, das müsst ihr messen. Mit Zentralfeuer und Extraktor. Aber das hier, das sind richtige Duellierpistolen von Mortimer. Zünhütli und Hammer. Herrliche Schusswaffe. So eine kostet mindestens 90 Rubel pro Stück. Also schauen Sie. So hat man die Pistole. Die Augen. Die Augen. Glut und Feuer. So. Ja. Schau, drehen. So. Genau. Schön strecken. Spannen. Ruhig zielen. Den Kopf ein bisschen zurück. Den Arm schön durchstrecken. Genau. So. Das wäre alles. Nicht vergessen. Ruhig bleiben. Gut durchschnaufen. Beim Abdrucken nicht abreißen. Gut. Warum soll ich uns nicht gerne rum? Gehen wir in den Garten. Jawohl, gehen wir. Aber ich sage es Ihnen gerade, ich schiesse nicht in die Luft. Das würde ja gerade noch fehlen. Warum? Will, das ist meine Sache. Warum? Sie hat Angst. Aha, nichts ist mein Herr.
Ich lade dich ab, bevor ich die Stirn durchlöchert habe. Angst? Ja, Angst. Sie lügen! Warum wollen Sie sich nicht mit mir duellieren? Will! Will Sie mir gefallen? Ich gefallen? Er wagt zu sagen, dass ich ihm gefallen. Lach! Sind immer noch hässig auf mich? Ich meine, ich war stinkwütig, aber sie würden mich recht verstehen, also bitte. Ich meine, sie wissen ja gewissermaßen die Geschichten, wie die... Was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, dass sie mir gefallen! Verstehen Sie? Sie gefallen mir! Ich bin fast ein bisschen verliebt. Hören Sie mich in Ruhe, ich hasse Sie! Gott, ich bin verloren. Was für eine Frau! Ich sitze wie eine Maus in der Falle. Wollen Sie mich in Ruhe? Ich schiesse! Ja, schiessen Sie! Sie können sich nicht vorstellen, was für ein Glück das ist, unter diesen Augen zu sterben. Sterben! Durch eine Pistole gehalten von so einem zarten Sandhändli. Ich glaube, ich fange an zu spielen. Überlegen Sie kurz und entscheiden Sie sofort. Wenn ich da rausgehe, sehen wir uns nie mehr. Ich bin ein Mann vom Adel. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich verdiene 10'000 Rubel im Jahr. Ich tüpfe mit meinem Gewehr jede Münze in der Luft. Ich habe prächtige Ross, wenn sie meine Frau werden. Ich bin duelliert, was? Zum Duell? Ich drehe durch, ich verstehe nichts mehr. Jeder im Wasser! Zum Duell! Ich verliere meinen Verstand, ich habe mich verliebt. In den Narr habe ich mich verliebt. Ich liebe sie. Ich liebe, wie ich noch nie geliebt habe. 12 Frauen habe ich verlassen. 9 haben mich verlassen. Keine. Habe ich so geliebt wie Sie. Ich bin verloren. Ich bin erledigt. Ich knie da umeinander wie ein Vollidiot und biete Ihnen meine Hand an. Nein, wie peinlich. Was für ein Schmach. Ich habe es geschworen, mich nie mehr zu verlieben. Und jetzt bin ich da reingeraten wie ein Unfall. Ich biete Ihnen meine Hand. Ja oder nein? Etwa nicht? Und dann halt nicht. Warten Sie! Bitte! Nein, gehen Sie! Wohin gehen Sie auch? Ich hasse Sie! Aber wenn Sie wüssten, wie verrückt ich bin, wie wütend! Alle Finger sind mir eingeschlafen von dem affigen Ding! Stellen Sie mir den Arm an! Hauen Sie ab! Leben Sie wohl! Ja, los, gehen Sie doch! Wohin gehen Sie auch? Gehen Sie! Nein, bleiben Sie! Ich hasse Sie! Kommen Sie mir nicht zu nahe? Nicht? Näher kommen? Nein, wenn ich mich über mich ärgere. Wie ein Schulbub, weil ich mich verliebt. Ich liebe sie. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Heuernte hat angefangen. Morgen muss ich Zinsen zahlen. Und jetzt kommen Sie. Das hat mir gerade noch gefehlt. Gehen Sie. Nehmen Sie die Hände weg. Ich hasse Sie. Zum Duell. Viele. Olga, sag im Stall, dass der Tobi heute keinen Haber bekommt.